Lasst uns den einfachsten Elektromotor der Welt bauen. Wir brauchen eine Batterie, eine Schraube, einen Draht und einen Magneten. Die Schnüre machen die Drehbewegung leichter sichtbar. Die magnetische Kraft hält die Schraube an einem Pol der Batterie. Mit dem Draht schließen wir einen Stromkreis vom anderen Pol der Batterie zum Magneten. Dadurch dreht sich die Schraube mit dem Magneten. Aber woher kommt die antreibende Kraft? Verantwortlich ist die Lorentzkraft. Sie entsteht, wenn ein Strom in einem Magnetfeld fließt. Wenn ich die Batterie umdrehe, ändert sich die Stromrichtung. Dadurch dreht sich auch die Kraftrichtung. Wo werdet ihr den Schraubenmotor einsetzen? Schreibt's in die Kommentare.